wir suchten nach Beziehungen. Und außerdem ging es ja nicht nur um Virchow, sondern es geht um die Global Health, also ein ganz breites Feld. Was hat Virchow so besonders gemacht? Und da kamen wir dann eben auch, sind wir tiefer reingegangen. Womit hat er gearbeitet? Was hat ihn interessiert? Und was war das Bahnbrechende an seiner Arbeit? So sind wir auch auf die Paparate-Gläser gekommen, aber auch auf die anderen beiden Entwürfe. Wir haben immer versucht, eine Assoziation herzustellen. Und bei den Präparategläsern war es natürlich so eins der Hauptwerkzeuge von Virchow, die bis heute sich gehalten haben und die im Medizinhistorischen Museum sind. Und da haben wir dann eine umfangreiche Recherche in dem Museum gemacht, bis in den Keller hinein. Und dort sind wir dann eben auf diesen großen Schatz der alten Gläser, die nicht mehr gebraucht werden, gekommen. Und dann fällt es einem eigentlich fast wie Schuppen von den Augen. Moment mal, das ist ein tolles Symbol. Die Präparategläser sind originale Virchow-Gläser, nicht alle, aber einige, die wir gefunden haben. Und da sind wir sehr froh, einfach wirklich diese historischen Gläser für diesen Preis noch gefunden zu haben. Nun, für Rudolf Virchow war ein wesentlicher Zug seiner Forschung das Sammeln. In seinem Kerngeschäft, in der Pathologie, hat er Zeit seines Lebens Präparate des menschlichen Körpers nach Dissektion geborgen gesammelt. Dafür hatte er eine große Sammlung an Gläsern angelegt, die er gefüllt hat. Und zum Schluss hatte er über 23.000 Feucht- und Trockenpräparate in seiner Sammlung zusammengetragen. Also zum Anfang war ich von der Idee, die Virchow-Gläser für den Preis zu verwenden, etwas erstaunt. Aber wenn man sich näher mit Virchow beschäftigt, wird einem klar, Virchow hat die Präparate als sein liebstes Kind bezeichnet. Und eigentlich gibt es fast kein besseres Objekt als dieses Glas, in dem dieser Gegenstand der Preisträger eingebettet wird und somit Virchows Idee weiterlebt. Challenging project. Oftentimes we're given an object and we have to translate it into glass or replicate it, but this was a glass object that was already made, so you wanted to meet those standards of how it was produced before, and also then figure out through quite a few trials and errors the way it needs to be produced. And in the beginning we were having a bit of trouble kind of getting this nice thick lip on the bottom. So from studying the jars and from kind of like having a very hands-on interaction with them, we were able to kind of figure out a way to replicate it as closely as possible. Also das ist ja das Tolle im Design, dass man eigentlich immer wieder in neue Felder hineingerät und auch mit meinen Partnerinnen und Partnern sich sehr intensiv über die Entwurfsmöglichkeiten unterhält und über die Inhalte. Und das ist natürlich immer so ein Erfahrungsschatz, der dann wächst und eine sehr schöne Beziehung mit den Menschen, die man eingeht. Vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, wie toll die Stiftung auch diesen Preis, diese Idee findet und wie sie ihn sich zu eigen macht. Das heißt, auch damit umgeht. Und das ist natürlich immer das Tollste, wenn das sozusagen wie von denen kommt. Das ist nicht von außen, sondern das ist eigentlich von denen. Das gehört denen jetzt.